Nächste Partie. Diesmal beteiligt ein Aufsteiger, und zwar die Eintracht aus Braunschweig gegen Werder Bremen. Die letzte Partie, die hier gelistet ist, ist vom 11.11.2011. Ein 2-1-Sieg im Freundschaftsspiel über Bremen und ein 1-0 im DFB-Pokal, und zwar zugunsten der Bremer. Performance-technisch beide recht ähnlich unterwegs, wobei Braunschweig hier stärker eingeschätzt wird. 43%, zuletzt die Niederlage gegen West Ham United. Ein 3-0 war das. Ein 1-0-Sieg über Rizespor. Eine 4-0-Niederlage gegen Athletic Bilbao. Sowie ein 2-1-Sieg über Wolfsburg. So. Und im Freundschaftsspiel gegen den HSV ein 4-3 nach Elfmeterschießen für die Hansestädter da. Bremen gerade mal sagenhafte 36% aktuell. Zuletzt ein 1-0-Sieg über den FC Fulham. Ansonsten ein 6-0 über Erfurt. Eine 2-1-Niederlage gegen Rasenballsport Leipzig. Ein 3-2 Sagen wir doch, wie gegen. es ist Red Bull. Red Bull. Ja. Eine 3-2-Niederlage gegen Ajax Amsterdam sowie eine 3-2-Niederlage gegen den zweiten holländischen Club hier, PEC Zwolle. Ja, die Duelle, ein Sieg Braunschweig, ein Sieg Bremen. Fällt dir gerade noch irgendwer ein, der da als verletzt oder gesperrt oder sonst Ja, wie... gut, Lukas Schmitz hat eine Verletzung am Fuß, wird ausfallen, ein paar Wochen, glaube ich. Dann wüsste ich da jetzt keinen. Ja, ich meine, Kumbela und Davari sind verletzt. Ich weiß nicht, wie lange das Ja, noch. Kumbela wird nicht spielen können gegen Bremen, das ist schon Ich sicher. weiß nicht, was Davari jetzt hat. Ansonsten, wie sieht deine Prognose aus für den Neubundesligisten, sag ich mal? Naja, gut, also. Ich denke mal, es wird. Ja, es könnte ein gutes, könnte ein Unentschieden geben. Allerdings muss man da doch sagen, dass Bremen da doch ja, wahrscheinlich die Vorteile auf seiner Seite hat. Deswegen sage ich mal 2-1-Sieg für. Ja, mit einem 2. Ich schätze Braunschweig schon sehr schwach ein, also. Ja, also wenn ich die Tabelle tippen würde, dann sind es auch für mich klare 18er dieses Jahr. Also, beziehungsweise zumindest zur Rückrunde. Ich weiß nicht, wie sie dann im Januar nochmal einkaufen würden, aber bis dahin gehe ich doch stark davon aus, dass Braunschweig nach dem Jahr auch wieder in der zweiten Klasse bisschen Fußball spielen wird. Ja, aber mit dem 2-1-Sieg für Bremen könnte ich mich doch identifizieren und schließe mich deshalb mal dem Tipp an.